Servus Leute, am Freitag kam der Patch 0.13.05 raus. Das war ein Technical Update rund um den Sound, Taschenlampenfix und so weiter. Und ja, da schauen wir einfach mal an, was sich da geändert hat. Ich konnte den schon ein bisschen spielen und ich gebe euch meine erste Einschätzung und ein bisschen Gameplay gibt es auch noch. Viel Spaß. Die Patch Notes, die werde ich euch natürlich auch unten verlinken, werde ich bloß kurz drüber gehen, die sind immer allgemein gehalten. Letzten Endes geht es um den Sound um den Taschenlampenfix. Also, Soundsystem für Lighthouse und Interchange wurde überarbeitet. Auf Interchange funktionieren jetzt die einzelnen Stockwerke. Funktioniert recht gut von dem, was ich mitbekommen habe. Und ein wichtiger Punkt ist, das aktive Headset-System wurde überarbeitet. Es gibt jetzt Headphones, ja, eine Abstufung sozusagen. Gute und schlechte Headphones. Die besten sind Comtech 4, danach das Walker. Das sind so die Top-Headphones, im Moment auch sauteuer im Flea-Market. Und dann im Mittelfeld so das FastMT-Headset, die Zordians, Tactical Sport, Razer und dann weiter unten Comtech 2 und ISSH und M32. Die hören sich recht blechern an. Habe ich selber noch nicht so viel getestet. Und mit denen hört man dann auch nicht mehr so weit. Das heißt, ja, also es gibt jetzt eine Abstufung. Nicht mehr alle Headsets funktionieren gleich gut und man hört gleich weit mit denen. Das haben sie geändert. Und die Voiceline von Scavs und Scav-Bossen wurden angepasst. Wenn irgendwo eine Granate fliegt, dann hört man die jetzt nicht mehr über die ganze Map schreien. Sondern, ja, die Voiceline geht dann halt unter, wenn da drei Wände dazwischen sind und so. So kann man zum Beispiel Scav-Bosse, wenn man sie farmen will, nicht mehr orten. Aber ja, so ist es halt. Dann ein wichtiger Fix, visuelle Fehler bei der Verwendung von Taschenlampen. Der Taschenlampen-Bug ist behoben im Großen und Ganzen. Soweit ich weiß, ich habe noch gehört, dass er hier und da noch vorhanden ist. Aber ja, sie haben auch die ganzen Mechaniken rund um die Taschenlampen verändert. Zum Beispiel, wie sie jetzt blenden und so, hat sich geändert. Wenn man jetzt die Taschenlampe an der rechten Seite von der Waffe hat, dann blockt der Schalldämpfer auf die andere Seite rüber das Licht und umgekehrt, auch wenn sie unter der Waffe ist. Und da bin ich noch am Testen, da will ich auch noch ein eigenes Video drüber machen. Was jetzt Sinn macht bei den Taschenlampen, welche vielleicht am meisten blenden, ist glaube ich jetzt relativ bei allen gleich und ob es vielleicht Sinn macht, mit zwei Taschenlampen zu spielen. Aber das will ich erst im Game testen und vielleicht ein bisschen im Koop-Modus mal schauen. Habe ich jetzt noch nicht ready, wird im nächsten Video kommen. Und jetzt habe ich noch ein Gameplay für euch. Auf Streets war ich unterwegs, natürlich mit dem neuen Audio. Da habe ich die Walker oder die Comtech 4 Headphones auf und hatte da einen schönen Fight. Und ich finde, man kann das gut sehen, dass man mit dem neuen Audio recht gut orten kann und dass sich da einiges getan hat. Ich war am Anfang vom Stream am Freitag ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht verwirrt, ungewohnt ist das Audio, aber ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt. Und ich finde es inzwischen echt gut und es geht in die richtige Richtung. Natürlich gibt es noch viel zu tun. Es sind auch ein paar andere Bugs mit dem Spiel, wie zum Beispiel auf Interchange insbesondere ist mir aufgefallen, dass es so random Stutter gibt, die vielleicht von Binaural Audio ausgelöst werden. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Und solche Sachen, und es soll wohl auch wieder hin und wieder vorkommen, dass Leute keine Geräusche machen. Ja, da werden noch die ein oder anderen Fixes hinterhergeschoben. Man kennt es, ne? Man kriegt ein Technical Update, aber ja, es geht halt auch immer wieder ein bisschen was kaputt. Man gewöhnt sich dran als Tarkov-Spieler, so ist es halt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Update geht in die richtige Richtung. Und das Audio, auch wenn ich es am Anfang ein bisschen geflamed habe, fand ich dann doch recht gut. Und ich werde es jetzt dann auch weiter testen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Oh. Ja, ich hab dich gesehen. Save my gear. Jörg, danke schön für den gegifteten Sub an Kabel. Danke für den Support. Wow. Ist nicht gut, wo ich hier lieg. Danke für den Support. Und 16 gegiftet insgesamt. Kabel, viel Spaß mit dem Sub. Ich hab drauf geachtet, aber den von hier oben pieken ist halt auch keine gute Idee, ne? Ah, ich pieke ihn von unten. Nachdem ich Drogen genommen habe. Wenn er da noch piekt. Hier kam gerade was. Und das waren Shots. Wow. Ciao. Kleiner Culling-Fehler am Rande. Kann das mal bitte jemand klippen?
Mal hier mal kurz. Ne? Macht mal bitte einen Clip. Wow, war das mies, Alter. Holy shit. Holy shit. Aber wenn euch da oben einer nervt, dann einfach von hier pieken. Easy peasy. Für die Übersicht. Hier oben übrigens auch, ne? Diese Container sind richtig mies. Alter, es geht ja gar nicht weg. Привет. Noles, vielen Dank für den Follow, willkommen. Oh, da oben. What the fuck? Habt ihr gesehen? Da ist er. Ich glaube, da geht nicht durch, aber hey. Wenn er gewisse. Ja. Ich bin da oben auch schon mal so gestorben. Ich glaube, ich weiß jetzt warum. Ja, das wird sich alles ändern. Da hat Nikita im Podcast drüber gesprochen, das über diese Culling-Sachen. Dass das nicht reinrendert. Genau das werden sie fixen. Daumen, 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 Daumen. Aber ich kann nicht von hier pieken, da sieht er mich. Hört mich. Er ist in Check 15 drin. Ah, komm her. Zeig mir deinen Schädel. Zeig ihn mir. Ich weiß, es ist lame, aber zeig ihn mir. Oh Mann. Der ist runtergedroppt. Krass, wie man das hört. Oh, sie kommen. Go, 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 go. What the fuck? Habt ihr den gesehen? Da ist er. Hab ich auf jeden Fall gesehen, letzter.
Es sind auf jeden Fall die fighten sich da unten. Mein Essen und Trinken ist so niedrig, deswegen mache ich jetzt schnell mein Stomach. Keine Fußstapfen, kein ganzes Haus, wirklich? Hatte ich noch nicht. Alex. So, Ruhe jetzt hier. Kurz mal den Magen geflickt und dann mal die drei Leute weggeholt.